Ich möchte mit dem Bild hier einsteigen. Es kam gerade schon im Chat oder der Herr Lock hat es ja auch schon gesagt, wir haben den Gründen, den haben wir auch im Logo drin. Und den sieht man hier auf der linken Seite, 1738 Meter hoch. Und für uns einfach auch eine wahnsinnig gute Gelegenheit, wir sagen mal die Perspektive zu wechseln. Das heißt, sonst sind wir unten im Werk, das sieht man so ein bisschen im Hintergrund, die weißen Dächer und schauen nach oben. Und die Möglichkeit, einfach auch mal da hochzugehen und runter aufs Werk zu schauen, ist einfach eine ganz tolle. Das nutze ich persönlich so oft wie möglich. Inzwischen war ich, glaube ich, auch schon 10-mal oder über 10-mal da oben. Bevor ich ins Allgäu gekommen bin, habe ich gedacht, ja, das ist sinnlos, ein Berg mehr als 10-mal oder mehr als 2-mal zu besteigen. Ich war schon über 10-mal oben. Und ich liebe es beispielsweise, da am Heiligabend hochzugehen. Und das hat den Hintergrund natürlich, am Heiligabend ist da kein Mensch oben. Das heißt, die Kombination aus dieser Stille, alleine diesen Berg für sich zu haben, natürlich den Gipfel erreicht zu haben, die ist einfach unbezahlbar. Und das zusammen mit dem Thema Heiligabend ist einfach eine tolle Umgebung, um nachzudenken. Nachzudenken in der Hinsicht, dass man sich einfach Gedanken machen kann, was war im letzten Jahr? Was steht im nächsten Jahr auf der Tagesordnung und wie will ich damit umgehen? Und dann kann man, wenn man wieder runtergeht, in Ruhe sozusagen in die Feiertage reingehen. Ja, das Bild, das ich gerade zeige, das ist ein Bild aus 2017, Heiligabend 2017. Das sieht jetzt nur so neblig aus, weil da gerade eine Wolke drüber gezogen ist. Da war ich also auch da oben und 2017, kann ich glaube ich sagen, war für mich ein herausragendes Jahr. Und ich glaube nicht nur für mich sicherlich mein berufliches Highlight, fürs Werk natürlich auch, weil letztendlich haben wir 2017 nach 5 Jahren Arbeit mit dem Exzellenzmodell, Arbeit an dem Thema Exzellenz mit Assessments und alles, was dazugehört, haben wir es letztendlich geschafft mit dem kompletten Team. Hier sieht man nochmal das Bild, in Madrid als Award-Gewinner auf der Bühne zu stehen. Und das mit den Menschen zusammen zu tun und gleichzeitig, das ist ja in der Ankündigung mehr oder weniger mit enthalten, als bestes oder gutes, exzellentes Werk in Europa oder darüber hinaus, ist natürlich ein Lob, das man nicht so oft bekommt. Ja. Und wenn man aber mal zurückschaut, 5 Jahre zuvor, also 2012, bin ich selber auch hier in Gleichach angekommen. Ich war zuvor in unserem Berg in Tschechien und hatte natürlich da eine gewisse Erwartungshaltung, wenn man nach Gleichach kommt, dieses Wahnsinnswerk in Deutschland. Bis dato war ich nur in ausländischen Werken unterwegs und habe dann aber sehr schnell festgestellt, dass diese, nennen wir es mal, goldenen Zeiten auch in Gleichach vorbei waren. Wenn man von 2012 nochmal 15 Jahre zurückgeht, dann sind wir im Jahr 97 und im Jahr 97 ist die Mercedes A-Klasse im Elchtest umgekippt. Und das war natürlich für Bleicher ein Glücksfall, was für Mercedes eher schwierig war. Für uns ein absoluter Glücksfall, weil konstruktionsbedingt kurz vor Marktstart war es eben möglich, dieses Fahrzeug nur sicher zu kriegen, wenn man das ESP-System einbaut. Und dann kann man sich das vorstellen, wenn in einer A-Klasse ein ESP drin ist, dann muss es in den darüber liegenden Klassen auch möglichst schnell reinkommen und eben dann dementsprechend nicht nur bei Mercedes, sondern bei allen anderen OEMs natürlich auch. Und das ist natürlich ein Beginn gewesen, nicht nur Marktführer, sondern auch Technologieführer für 15 Jahre im Bereich ESP. Und da ist Bleicher als größter Standort für dieses Produkt natürlich ganz dick dabei gewesen, um das mal ganz platt zu sagen. Ja, ja 2012 kam dann für uns sozusagen dieser, wir nennen es Wake-up-Call oder wie auch immer, das böse Erwachen, kann man auch sagen. Wir haben 2 Kundenplattformen verloren. Das heißt, das erste Mal in diesen 15 Jahren, dass zwei Kunden gleichzeitig sich zusammengetan haben und woanders eingekauft haben. Das heißt, wir haben, kann man glaube ich auch sagen, im Premium-Segment den 5er BMW und die E-Klasse von Mercedes verloren. Und das war natürlich jetzt mal abgesehen von Volumen und sonstigen Themen ein Schlag in die Magengrube,
eben so ein Prestige, so eine Prestige-Plattform zu verlieren. Und wenn man eine Plattform verliert, ist die für 6 bis 7 Jahre weg. Und das war natürlich gerade für die Menschen hier im Berg unglaublich, dass sowas überhaupt passieren kann, weil ja, es gibt ja nichts Besseres als das eigene Produkt. Und nur wegen dem Preis da zu unterliegen, war einfach eine ganz neue Erfahrung. Und hat durchaus den einen oder anderen gelähmt, was seine Aktivitäten anging, um dagegen zu arbeiten. Ja. Und man hatte auch nicht die Möglichkeit, von heute auf morgen hier zu kompensieren, Substitutionsprodukte zu finden. Und wir sind 2013 dann tatsächlich auch in ein Personalabbauprogramm reingelaufen, mit dem Ziel, hier 350 Köpfe am Standort abzubauen. Und da wurde relativ schnell klar, dass was wir jetzt machen müssen, ist nicht Verbesserung oder dieses oder das andere ein bisschen besser oder anders machen, sondern da muss der Kehrtwende her. Und das haben wir dann auch eingeleitet. Ich glaube, das größte Problem zu Beginn war eigentlich, dass wir ja zu viele passive Mitglieder an Bord hatten. Das heißt, Menschen, die sich das angeguckt haben, gesagt, ja, es wird schon irgendwie besser werden. Und ich glaube, unser erster und wichtigster Schritt in diesem ganzen Prozess in Richtung Exzellenz oder aus dieser Krise heraus war natürlich das Thema Kommunikation. Wir haben es jetzt schon im einen oder anderen Vortrag auch gehört. Und ganz simpel, offen, einfach und klare Kommunikation. Und wer sich in größeren Organisationsformen so ein bisschen auskennt, weiß, dass das gar nicht so einfach ist, den Wattebausch mal wegzunehmen und den Menschen einfach zu sagen, wir haben ein Problem, wir haben die Kunden verloren, wir sind zu teuer, wir müssen was ändern und wegducken wird nicht funktionieren. Es wird nicht von alleine besser, wir müssen uns ändern und da weiß, glaube ich, jeder, wie groß der Applaus da ist, wenn man mit solchen Botschaften kommt. Das haben wir aber ganz intensiv gemacht und haben damit auch eine Aktivität erzeugt. Ja, jetzt kommen wir auch ein bisschen mehr zu dem Thema EFQM wahrscheinlich. Was bei Bosch ein Standard ist, sobald es eng wird, Standard, Kostenarbeit, Kostenoptimierung, Arbeit, das beherrschen wir, glaube ich, richtig gut. Das heißt, sich ins Operative reinstürzen und zu schauen, wo kann man was holen, Ratio-Maßnahmen und so weiter. Und ich glaube, das Besondere, was wir gemacht haben, wir haben parallel zu dem, was in Richtung Kosten möglich ist, haben wir eben auch ein Assessment gemacht und deswegen die Möglichkeit gehabt, eben nicht nur diese ganzen quantitativen Optionen zu haben, sondern auch qualitatives Feedback zu bekommen. Und das war für uns ein ganz, ganz wertvoller Punkt. Und ich weiß noch, eines der Feedbacks im Feedback-Report, den wir 2012 generiert haben, war, dass die Strategie nicht verstanden wurde, nicht durchgehend kommuniziert ist und schon gar nicht gemessen wurde. Und das war für uns der erste Punkt, natürlich genau an diesem Thema Strategie anzusetzen. Und im Nachhinein betrachtet auch der wichtige und richtige Punkt. Was wir da gemacht haben, ist übrigens auch damals viel diskutiert worden aus dem EFQM-Modell heraus. Wir haben uns entschieden zu unterscheiden. Und zwar zwischen Leaders und Managers. Und haben auch diese Trennung vollzogen. Natürlich kann ich in der Organisation nicht sagen, so, du bist Leader, du bist Manager, unabhängig von der Hierarchie-Ebene. Also haben wir einen Hierarchieschnitt gemacht. Das heißt, wir haben unsere sogenannten Hauptabteilungsleiter, das war unser Leadership Group und alles, was unten drunter war, Manager. Und sind dann auch in den Schritt gegangen, dass sie gesagt haben, okay, jeder, der zu dieser Leadergruppe gehört, der ist ab sofort verantwortlich, Zukunft zu gestalten, kreativ neue Ideen zu finden, Strategie zu entwickeln. Und jeder, der zu dieser Managergruppe gehört, kommt aus sämtlichen Arbeitsgruppen oder sonst irgendwas raus, konzentriert sich auf sein operatives Geschäft und sorgt für Performance. Und war für uns auch damals die einzige Möglichkeit, Geschwindigkeit aufzunehmen. Auch wenn man sagt, Strategieentwicklung und so weiter, möglichst viele Menschen einbinden, haben wir uns dagegen entschieden, kleines Team gebildet, um schneller und fokussierter unterwegs zu sein. Und das hat uns im Nachhinein auch recht gegeben, weil wir dann schließlich unendlich Geschwindigkeit gewonnen haben. Und es war ganz sicherlich nicht einfach, diese Leader-Gruppe auch wirklich dahin zu bewegen, über Grenzen zu denken. Ich denke, bei den Managern war es fast einfacher. Die haben sich fast schon darüber gefreut, dass sie sich auf ihr Geschäft konzentrieren können und nicht noch dieses oder jenes parallel machen müssen. Ja, wer dann fragt, das war's? Nein, das war es natürlich nicht.
Jetzt ging es, ich habe es vorhin gesagt, Passivität, die Menschen mit an Bord nehmen. Und da war für uns natürlich das wesentliche Motto, wie können wir Begeisterung, also es wäre so zumindest das passende Wort jetzt im Deutschen, wie können wir Begeisterung, leuchtende Augen bekommen. Und das waren auch ganz einfache Sachen. Das heißt, irgendwann hat natürlich unsere Strategie gegriffen, wo wir dieses Wir in BAP, also BAP ist das Kürzel für unser Werk natürlich, in den Slogan mit reingebracht haben. Unsere Werkleitung hat angefangen davon zu sprechen, wir wollen das beste Werk in Deutschland werden oder darüber hinaus. Da waren wir erstmal ein bisschen beschämt nach dem Motto, kann man solche Sprüche überhaupt laut aussprechen? Und es kam auch dazu, und wir wollen auch den EFQM Award gewinnen, über kurz oder lang. Und so entstand dann auch so eine gewisse Mentalität, okay, wenn wir das alles wollen, dann möglichst wenig rumreden, sondern die Dinge umsetzen, machen, ausprobieren, Fehler machen und gleich wieder aufstehen und den nächsten Anlauf unternehmen. Ja. Und das hat uns aber die Geschwindigkeit weiterhin gebracht, dass auch die Mannschaft mit an Bord war. Und um das Ganze noch mehr abzusichern, haben wir uns Gedanken gemacht über das Thema Erfolgskultur. Und wenn man mal auf der Folie sieht, da sind ganz, ganz viele Sachen dran, wo wir uns auf den Weg gemacht haben und überlegt haben, was steht in unserer Strategie drin und wo kann ich zu dieser Strategie irgendwo ein externes Feedback bekommen, wo ich weiß, Mensch, ich bin auf dem Benchmark-Level oder ich bin auf einem richtig guten Level unterwegs und das, was ich da gemacht habe, ist gut geworden. Ne? Weil intern das zu bewerten, ist immer relativ schwierig und so haben wir uns natürlich außer EFQM auch in den Spezialbereichen oder in den Substrategien, wie man so schön sagen würde, versucht, Benchmarks zu suchen und dort Feedback eingeholt. Und ich sage immer dazu, selbst wenn es auf dieser Plattform kein gutes Feedback gab, haben wir auf diesen Plattformen Menschen und Unternehmen kennengelernt, mit denen wir zusammen wahnsinnig viel lernen konnten. Und das war super, super wertvoll. Ja, überraschenderweise, und deswegen stehen da auch relativ viele Symbole drauf, haben wir auch relativ viele von diesen Themen gewinnen können. Was natürlich so eine Erfolgskultur wieder zurückgebracht hat, nachdem man durch eine Krise gelaufen ist und dann gemerkt hat, Mensch, da gewinne ich was, da bin ich ganz vorne mit dabei. Ja, so schlecht kann es ja nicht sein. Und das hat den Menschen ja richtig Lust gemacht. Wo ist der nächste Award? Wo können wir uns bewerben? Wo können wir zeigen, wie gut wir sind? Wann kann ich dem nächsten Besucher erzählen, was wir Tolles machen? Und das war richtig, das Lust auf Erfolg zu bekommen. Ein ganz toller Effekt, den wir da mitgenommen haben. Ja, auch unkonventionelle Dinge sind wir in dem Zeitraum angegangen, nach dem Motto, wir müssen nebenbei, neben harter Arbeit und bewerben und sonst irgendwas. Wir müssen auch Spaß haben. Und wir haben ein paar Sachen gemacht, die wir sonst nie gemacht hätten und wo es immer gewesen hat, ja, dafür haben wir erstens kein Geld und schon lange keine Zeit. Sehen wir hier auf dem Beispiel, wir haben zum Beispiel bei dem Seifenkisten-Weltrekord mitgemacht und das mit unterstützt und unsere Mitarbeiter waren da aus dem Häuschen, dass ihr Unternehmen sowas macht und da sprechen die heute noch davon und es hat uns ganz, ganz viel gebracht. Ja, wenn ich also nochmal zusammenfasse mit Blick auf die Uhr, fünf Befähiger, die wir für uns gewählt haben. Das erste war das Thema Leaders, das heißt Führungsteam, das Richtung gibt und Zukunft entwickelt. Das zweite war das Thema Manager, Back to the Roots, die sorgen für Performance und setzen natürlich diese Änderung aus der Strategie, den Change um. Dann Kommunikation, offen, ehrlich, verlässlich. Das heißt, das, was kommuniziert wird, ist auch so. Zwischenziele setzen, um dieses Erfolgsgefühl zu bekommen, um Drive zu bekommen, Geschwindigkeit zu bekommen und Spaß zu haben, damit Begeisterung entstehen kann. Und das war letztendlich das Rezept, mit der wir es geschafft haben, letztendlich eben auf der Bühne in Madrid zu stehen. Ja, das Bild ist von 2020. Dieses Jahr, 2019, hat es nicht geklappt, Weihnachten wieder auf den Gründen hochzukommen. Ich glaube, es war Mitte Januar. Man sieht auch, wenn man bei uns auf den Berg geht, dann trinkt man in der Regel traditionell sein Gipfelbier. Das habe ich hier dabei. Und das war 6 Wochen vor Corona. Ja. Das heißt, da habe ich mir noch viele Gedanken gemacht, was machen wir dieses Jahr alles wieder um Exzellenz, neues Modell, um das wieder zu aktivieren, um da wieder reinzusteigen in das Thema. Das hat sich natürlich 6 Wochen später alles so ein bisschen relativiert. Nichtsdestotrotz
habe ich diesen Vortrag oder einen ähnlichen Vortrag letztes Jahr im September intern bei Bosch gehalten in Stuttgart. Und weil wir da von Krise gesprochen haben, ja, da war Corona noch gar kein Thema. Das heißt, da hatten wir schon dieses Thema Krise. Wie komme ich da raus? Wie gehe ich damit um? Das Ganze hat sich jetzt natürlich nochmal verschärft. Und umso mehr bin ich überzeugt, dass genau diese fünf Befähiger nach wie vor wichtig sind und dass wir die auch wieder angehen müssen. Und vielleicht denkt ja der ein oder andere über das Symbol Gründen mal wieder an diese fünf Befähiger und überlegt, ob er das vielleicht auch im eigenen Unternehmen umsetzen kann. Und gerade dieses Thema nicht nur im Heute Kosten optimieren, Krise bewältigen, sondern gleichzeitig Perspektive geben und den Mitarbeitern, den Menschen ein Ziel zu geben, in welche Richtung sie laufen sollen, ist, glaube ich, wichtiger mehr denn je. Und das wäre meine abschließende Botschaft. Ja.